begrüße in dem Sinne alle Teilnehmerinnen, unsere Gastreferentinnen und möchte kurz mich auch vorstellen. Ich bin Leila Ibrahimova, arbeite in der Landesweiten Agentur seit 2018 im Projekt Lebendige Nachbarschaft, gemeinsam Vielfalt stärken und moderiere den heutigen Workshop. Als Gastreferentinnen haben wir zum Thema Erfahrungen mit der Ukraine-Hilfe Projektleiterin Nina Lenz-Rivas im Programm, im Begleitprogramm Learning by Doing von der Stadtmission Berlin eingeladen. Und ich begrüße auch ganz herzlich Ihre Kollegin, Stellvertretende der Projektleitung, Julie Lecor. Herzlich willkommen in die Runde. Schönen guten Tag auch von uns. Wir freuen uns ganz doll, bei dieser Fachrunde mit dabei sein zu können. Wir sind seit Jahren, seit 2017 schon mit dabei im Rahmen des Begleitprogramms, das ein Projekt von vielen Projekten der Berliner Stadtmission ist. Wir würden heute nicht nur über unser Projekt sprechen, wir sagen nur, dass wir davon kommen, sondern wir sprechen heute in dem Gesamtrahmen der Berliner Stadtmission, was ist im Zuge der Ukraine-Hilfe oder Ukraine-Krise passiert, wo haben sie sich engagiert, was ist auch die Aussicht und was nehmen wir davon mit. Und genau, einmal ganz kurz zu unserem Projekt noch. Das Begleitprogramm ist verortet in dem Bezirk Spandau und hilft Menschen auf dem Weg der Integration hier in Berlin, die einen Fluchthintergrund oder einen Migrationshintergrund haben, mit niederschwelligen Angeboten. Das bedeutet, wir sind so ein bisschen der Zeigefinger für die Politiker und sagen, da, wo es nicht funktioniert, gehen wir in die Lücken rein und schauen, wo können wir was machen. Also kein Projekt on top, sondern eher ein Mehrwert für andere Projekte auch. Genau. Genau, nochmal hallo auch von mir. Ich bin Julie Lucco, stellvertretende Leitung und Sozialarbeiterin hier im Begleitprogramm. Und ich würde jetzt gleich schon mal unsere PowerPoint-Präsentation starten. Wir würden einen kurzen Input geben über unsere Arbeit und die Erfahrung in der Ukraine-Hilfe und dann auch gemeinsam in die Diskussion starten. Hier nochmal ganz kurzer Überblick. Also wir starten einmal mit dem Überblick über die Hilfsangebote, die die Stadtmission in der Ukraine-Krise angeboten hat, würden auf die Herausforderungen, Bedarfe eingehen und dann auch einen Ausblick geben, wie es jetzt weitergeht, um dann auch nochmal gemeinsam mit Ihnen in die Diskussion zu starten. Und am Ende gibt es natürlich nochmal eine Zusammenfassung und einen Abschluss. Genau, dann starte ich einmal mit so ein paar Fakten. Viele haben es ja auch in der Morgenpost gelesen oder in anderen Berichten, wo vor allem immer von der Welcome Hall, der Willkommenshalle der Berliner Stadtmission am Hauptbahnhof gesprochen wurde, die ja auch in Kooperationen stattfand. Genau, aber wie begann alles? Der Krieg ist ausgebrochen. Am 24. und 25. Februar diesen Jahres hat die Stadtmission schon signalisiert an den Senat, wir haben Gelände, wir haben Hotels, wir haben Begegnungsstätte, die wir frei machen würden. Darunter fiel zum Beispiel ein ganzes Haus in Gussow. Es fielen darunter das Jugendgästehaus, das Allegra und auch natürlich die Nutzung dieser oder das Aufbauen einer großen Halle, die dann am Hauptbahnhof stand. Dann haben wir in einer Ad-hoc-Aktion gab es in Gussow, dann gab es im Allegra, Entschuldigung, für 150 gehörlose Plätze, die einfach, also sozusagen Übernachtungsplätze, immer zeitlich begrenzt alles, das war auch ganz wichtig, zur Verfügung gestellt wurden. Und genau, und so startete eigentlich alles. Und man muss insgesamt schon sagen, da wird meine Kollegin aber jetzt drauf eingehen, dass wirklich fast zeitgleich, also Ende Februar, Anfang März, hat so ziemlich alles gestartet in der Stadtmission, was mit der Ukraine zu tun hat. Genau, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Es gab eben diese Angebote und Unterbringungen, die meine Kollegin gerade schon erwähnt hat, die eben neu gestartet sind. Daneben haben wir aber auch Projekte in der Flüchtlingshilfe, die schon seit längerer Zeit laufen, wie das Begleitprogramm seit 2017, aber auch die Unterkunft, das Haus Leo, das auch in der Lehrter Straße ist, und das psychosoziale Präventionsprojekt. Das sind alles Projekte, die natürlich auch im Zuge der Ukraine-Krise Angebote für Menschen aus der Ukraine geschaffen haben, aber die eben schon einfach bestanden. Neu dazugekommen sind dann auch noch das Café Ukraine. Das ist in 8 Gemeinden gestartet. Es ist ein Angebot gewesen für Menschen, die eben im Umkreis dieser Gemeinden gewohnt haben oder immer noch wohnen und die dort eben Gemeinschaft erfahren konnten und einfach ja einen Raum, einen Begegnungsraum gefunden haben, um sich auszutauschen, um Kontakte zu finden und auch teilweise Beratungen. Dazu gehört auch das Angebot vom Haus der Statistik, die eben auch ein Begegnungsangebot geschaffen haben, ebenso wie das Refugio, das es in Neukölln gibt.
Und genau, das Begleitprogramm, wir haben eben auch ein spezielles Kaffee-Ukraine-Angebot für die Menschen aus der Ukraine geschaffen. Dazu kommt auch noch die Unterkunft, das Haus Kopernikus. Das war eine Unterkunft, die für Menschen aus der Ukraine eben genau geschaffen wurde. Die sind dann im April als letztes praktisch gestartet. Nee, stimmt gar nicht, dass ein Vogel als letztes gestartet, aber genau. Das als kleiner Überblick, was alles passiert ist. Genau, vielleicht zu den Zahlen. Wir die PowerPoint können wir dann im Nachgang natürlich auch umschicken. Dann kann man sich das nochmal genauer anschauen. Aber ein paar kleine Zahlen, die wir uns rausgegriffen haben, um einfach das Volumen der Arbeit nochmal zu zeigen, ist in der Welcome Hall, wie man sieht, war wirklich, das hat aber auch, denke ich, haben viele gelesen in der Morgenpost, die Zahlen. Es war ein großes Volumen an Hauptamtlichen, die ja auch erstmal überhaupt gesucht und gefunden werden mussten. Von 40, dann circa 3000 Ehrenamtliche. Das sind Durchschnittszahlen, die wir genommen haben vom Ausbruch. Also nehmen wir mal Ende Februar, Anfang März bis jetzt August, September. Ein Durchlauf pro Tag hat man davon 150 bis 30 bis jetzt aktuell oder jetzt ist es ja geschlossen seit dem 20. aber davor noch vermerkt hat. Man muss dazu aber sagen, trotz der großen Zahlen, es war ja wirklich ein Durchlauf. Das bedeutet, man hatte nicht eine beständige Arbeit mit den Leuten, die dort angekommen sind, sondern es war wirklich eine Weiterleitung. Dann gab es das Café, oder gibt es immer noch das Café Ukraine. Das wird jetzt auch umgenannt. Da können wir aber später, denke ich, in der Diskussionsrunde auch noch mal was zu sagen. Das Café Ukraine interkulturell, weil es geöffnet werden soll für andere Nationen, ist dann auch entstanden relativ zeitgleich. Und da haben wir, wie man sieht, in 8 Gemeinden nur 15 Hauptamtliche, die sich daran beteiligt haben. Und eine relativ kleine Zahl an Hilfesuchenden, weil das natürlich nochmal eine aufsuchende Arbeit ist, die sehr erschwerlich ist, wenn man eigentlich eher in der Gemeinde Arbeit macht. Und wir sind da jetzt eben mit drin als interne Berater. Deswegen ist die Mitarbeiterzahl etwas größer. Genau, dann gibt es je nach Standort von 3 Teilnehmenden bis zu 300 Teilnehmenden. Das wird, ja, werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Das Haus der Statistik, wie man sieht, hat sehr hohe Zahlen. Da sind Communities wirklich angekommen. Da ist immer noch die Überlegung, woran hat es gelegen? Vielleicht am Angebot oder war es auch einfach die Verortung? Dann sind wir vom Begleitprogramm auch mit einem Angebot gestartet und haben von 3 Mitarbeitern aber ungefähr 102 Hilfensuchende bespielt. Das Refugio ist relativ spät gestartet, aber man sieht, dass es wirklich von 5 Teilnehmenden am Anfang, das kann man wirklich direkt so sagen, bis zu 40, die jetzt sind, einen relativ schnellen Weg hingelegt hat. Und das ist sehr kennzeichnend für dieses Projekt. Das muss man auch dazu sagen. Das Haus Kopernikus war eher vorher als Clearingstelle angedacht gewesen für die Kältehilfe, wurde dann ganz schnell ad hoc umfunktioniert. Da gibt es sehr viele Herausforderungen, da würden wir auch nochmal drauf eingehen. Aber jetzt momentan, eigentlich sind es 170 Plätze. Es gab eine Überbelegung zeitweise. Auch das war nicht von Vorteil, aber es musste sein. Und das Hotel Allegra hatte, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, 150 gehörlose Menschen, aber auch zeitlich begrenzt. Genau. Genau. Im Gespräch mit den ganzen Einsatzstellen und Unterkünften haben wir dann auch nochmal erfragt, was waren die Herausforderungen und haben die jetzt thematisch auch sortiert, weil natürlich die Herausforderungen auch ähnlich waren an den unterschiedlichen Standorten. Als erstes ist da eben das ehrenamtliche Engagement. Super war, dass wirklich am Anfang eine riesige Welle von Unterstützung da war. Viele Menschen, die sich engagiert haben, gerade in der Welcome Hall und so weiter. Aber man hat auch gemerkt, dass es dann eben einen Rückgang gab und dann viele Schichten nicht belegt werden konnte, auch gerade in den Unterkünften. Das war eben eine Herausforderung, mit denen die Hauptamtlichen dann umgehen mussten. Es gab zu wenig ehrenamtliche SprachmittlerInnen. Gerade zu Beginn war das ein Problem mit der Verständigung. Und natürlich GastgeberInnen zu finden, eben für die Menschen, die erstmal nochmal Wohnraum brauchten, die eben irgendwie nicht in die Unterkünfte konnten. Das war auch eine Herausforderung zu Beginn. Die Hilfesuchenden, da waren eben die Herausforderungen, dass die Kontaktaufnahme schwierig war, gerade die Begegnungsräume in den Gemeinden, die hatten wirklich auch teilweise Probleme, das Angebot so zu verbreiten, dass da genug Menschen aus der Ukraine das auch annehmen konnten.
Und man hat gesehen, dass es doch eine große Unzuverlässigkeit gab in dem Sinne, dass wenn Wohnraum organisiert wurde, dass dann doch kurzfristig da Menschen dann doch abgesprungen sind und es da sehr schwierig war, eine, ja, das da ohne Probleme, ja, zu machen. Die Hauptamtlichen haben uns zurückgemeldet, es gab gerade in den Ressourcen der Hauptamtlichen Probleme, Herausforderungen, weil es eben ad hoc viele Mitarbeitende nötig waren, die dann erstmal gefunden werden mussten, um die ganzen Aufgaben auch zu bewältigen. Dann die Finanzierung natürlich von Projekten war jetzt zu Beginn auch ein Thema. Es sollten schnell Lösungen gefunden werden. Dann ist natürlich auch immer eine Frage, wie wird das finanziert? Die internen Abstimmungen waren da auch teilweise so, dass man eben ja schnell Lösungen finden sollte, aber natürlich da die Kommunikation erstmal das A und O ist und das auch wirklich auch eine Herausforderung zu Beginn. Die Kooperation mit anderen Stellen fällt auch in das gleiche Gebiet. Also gerade mit den Schulämtern, anderen Behörden war das teilweise sehr gut organisiert, aber auch teilweise schwierig, um da schnelle Lösungen zu finden. Und die Übersetzungen von Dokumenten war teilweise herausfordernd, wenn es eben wirklich nur die Übersetzungen gab, auf Russisch zum Beispiel, und dann Mitarbeitenden da gar nicht so das verstanden haben und wussten, was man da eintragen muss. Genau, das war auch in den Unterkünften ein großes Problem. Und natürlich auch Thema Rassismus, das würden wir auch in der Diskussion nachher nochmal besprechen wollen. Gegenüber DrittstaatlerInnen, das war ein Riesenthema. Auch bei uns sind viele Menschen, die in der Ukraine studiert haben oder dort einen Aufenthalt hatten, gab es eine Bevorzugung von Menschen eben, die einen ukrainischen Pass hatten. Das sehen wir als Riesenproblem, ist aber auch nachher nochmal Thema in unserer Diskussion. Genau, dann kommen wir zu den Bedarfen. Wir haben natürlich auch nachgefragt, was waren denn so die ersten Bedarfe, die die Menschen hatten, die jetzt kamen im Zuge der Ukraine-Krise, weil oft auch wir immer gefragt werden, wo ist denn der, also ist es ähnlich wie 2014, 15, als die erste Welle kam? Und wie kann man sozusagen, könnte man überhaupt das System, was damals entwickelt wurde, auf das jetzige übertragen, um es leichter zu haben? Genau, deswegen haben wir die Abfragen gemacht und da war sehr, also wurde immer wieder genannt, die Erstabhilfe, wie wir sie immer nennen, also wirklich ein Dach über dem Kopf zu haben, Kleidung zu haben, was zu essen zu haben. Das war der erste Bedarf und auch so ein bisschen Orientierungslosigkeit. Wichtig, glaube ich, in dem Feld auch nochmal zu wissen ist, gerade die Menschen, die aus anderen Ländern als der Ukraine kommen, also im Beispiel jetzt 2015, 16, die haben einen sehr, sehr langen Weg hinter sich und waren auch, also sozusagen sind geflohen nach einer Zeit. Sie haben erstmal abgewartet in ihrem Land, ändert sich noch was oder nicht, haben dann mehrere Routen auf sich genommen, waren also auch zwischenzeitlich schon in der Rolle eines Flüchtlings in anderen Ländern und kamen dann hier komplett anders an. Die Ukraine, das war ja wie ein Schock. Und sie haben sich in Zug gesetzt oder in den Bus oder ins Auto und waren in ein paar Stunden hier. Das bedeutet, dass die Bedarfe sich nicht gleich decken, ist eigentlich absehbar. Aber trotzdem stand man halt vor der Herausforderung, wie kann man von dem Alten profitieren und wie kann man aber jetzt die Abhilfe schneller leisten. Genau, dann ging es um die Beratungen auch nochmal ganz direkt, das Thema Wohnungssuche, Kita, Schulen, psychologische Beratung. Also gerade die psychosoziale Arbeit ist einfach ein Engpass in ganz Berlin. Oft die Präventionsprojekte, wie wir auch eins hier haben, sind dann da, aber es ist der Schritt, um sie dann wirklich anzubinden, der ist kaum vorhanden. Auch das war jetzt wieder sehr, sehr merkbar. Die Rechtsberatung für Drittstaatler waren ein großer, großer Bedarf, weil es sehr eingeschränkt die Hilfe war, auf eine Nationalität beschränkt. Und dann das soziale Netzwerk. Wirklich wurde uns zurückgemeldet, dass viele halt immer noch in der Hoffnung sind, zurückgehen zu können und deswegen die Integrationskurse beispielsweise gar nicht angenommen haben oder das als eine größere Schwelle empfunden haben als andere und deswegen diese kleinen Sprachangebote oft bevorzugt wurden. Genau, und danach hat man sich dann auch ausgerichtet. Ja. Genau. Und jetzt nochmal ein kurzer Ausblick. Wie geht es überhaupt weiter? Die Welcome Hall ist ja schon geschlossen. Das heißt, da geht es erstmal nicht weiter. Angebote wie das Café Ukraine, das hatte meine Kollegin vorhin schon angesprochen, ist ein Projekt, was jetzt ausgeweitet werden soll. Also wirklich nicht nur für Menschen aus der Ukraine da sein soll, sondern geöffnet wird für Menschen aus allen Ländern, aller Nationalitäten, damit es da einfach keine Unterscheidung gibt und die Bedarf einfach so ähnlich sind, dass es keinen Sinn macht, da eine Unterscheidung zu machen.
Das ist auch wirklich das Ziel, das bedarfsorientiert und interkulturell aufzustellen. Dann natürlich sichere Rahmenbedingungen für Aktive, also die Menschen, die jetzt wirklich sich engagiert haben, da auch teilweise hauptamtlich angestellt wurden, dass die ja Verträge bekommen, da weiterhin angestellt werden können, um da auch die Arbeit weiterzumachen zu können, die ja immer noch da ist. Also nur weil jetzt der erste Schreck vorbei ist, geht die Arbeit weiter. Und das muss auch für die Hauptamtlichen, da muss es sichere Bedingungen geben. Natürlich, Haupt- und Ehrenamtliche müssen weiter qualifiziert und unterstützt werden. Wie gerade schon gesagt, die Arbeit geht weiter. Das heißt, da gibt es einfach den Bedarf, auch auf die neuen Bedarfe weiter eingehen zu können. Und da braucht es Qualifikation. Und natürlich das Netzwerk immer weiter auszubauen, Projekte mit ins Boot zu holen, zu gucken, wo können Projekte, die auch schon viel Erfahrung haben, auch seit 2017, 16, wo können die auch ihr Wissen nutzen und jetzt in dieser Situation auch immer weiterhelfen noch. Prinzipiell ist es, glaube ich, so, dass wir alle wahrnehmen, es ist eine große Hilfewelle da gewesen. Es sind viele Leute gekommen, die vielleicht auch früher geholfen haben und im Zuge dessen dann nach und nach nicht mehr ehrenamtlich tätig waren oder nur weniger ehrenamtlich tätig waren über die Jahre hinweg, seit 2015, 16. Und dann waren sie wieder da. Man hat aber, glaube ich, auch mitbekommen, dass es nicht wertefrei war, die Hilfe. Dass die Hilfe gekoppelt war an einen Pass, an eine Nationalität oder an ein Bild. Wir haben öfters gehört, dass viele gesagt haben, 2015, 16, dann war da so ein Mann, jüngerer Mann vor mir und der hätte es ja auch irgendwie alleine geschafft. Aber wenn ich jetzt an jetzt denke, da steht eine Mutter mit einem Kind, da fühle ich mich mehr verantwortlich, demjenigen oder derjenigen zu helfen. Wir hatten auch Erfahrungen, wo wir hier Drittstaatler sitzen hatten, bei uns direkt im Projekt und auch im Haus Copernicus haben wir nachgefragt, wo die Hilfestellungen, die man sei es telefonisch oder auch im Direktgang versucht hat, auch denen teilhaben, also zu übermitteln oder vermitteln, abgelehnt wurden. Oder es die direkte erste Frage war, was für einen Pass hat derjenige? Und diese Koppelung plus die Ämter, wo wir auch viele Rückmeldungen haben, gerade von Beispiel, was wir nennen können, es gibt eine Flüchtlingsmeldestelle in der Turmstraße. Dort kann man für Menschen mit einem ukrainischen Pass, kann man einen ohne Termin sich melden oder anmelden. Alle anderen Menschen, die diesen Pass nicht besitzen, brauchen einen Termin, obwohl es um eine Erstanmeldung geht. Das sind Punkte, genauso bei Ämtern. Es gibt bis heute für die Menschen aus Eritrea kaum Übersetzungen auf Tigrinya. Es gab aber sofort Übersetzungen auf Russisch oder Ukrainisch. Was ein ganz großes Problem zudem war, dass die Drittstaatler ja oft überhaupt nicht der ukrainischen Sprache mächtig waren, sondern eventuell noch der russischen Sprache, weil die meisten in der Ukraine eben auch Russisch gesprochen haben. Das bedeutet, diese Dokumente, die auf Ukrainisch erschienen, konnte man für die Drittstaatler gar nicht mehr behandeln oder benutzen, weshalb die Sozialarbeiterinnen oft dann vor einem großen Fragezeichen standen und angewiesen waren auf ehrenamtliche Sprachmittler. Und das Weitere war natürlich, dass wir auch bedenken müssen, das wurde uns auch nochmal intern weitergegeben, darauf hinzuweisen, dass viele Unterkünfte als GUs aufgebaut werden sollten für Menschen aus der Ukraine. Das bedeutet, das Konzept plus auch dem Personalschlüssel und der Personalbesetzung darauf ausgelegt war. Jetzt finden Freizüge statt. Das bedeutet, dann die Ukrainer sind dann rausgezogen und es kommen zum Beispiel wie eine Erstaufnahme wird man behandelt und es kommen Leute, die aus Moldawien kommen, also Leute, die keine gute Bleibeperspektive haben. Das bedeutet, das Personal, das ausgerichtet ist, sprachlich beispielsweise auch oder von den Kompetenzen, kann ja gar nicht die Arbeit, die dann erwartet wird oder auch benötigt wird, leisten. Und auch da gibt es eine sehr, 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 sehr schwierige Kommunikation mit dem LAF. Das dürfen wir hier auch so sagen. Zudem muss man auch nochmal in der Konstellation sagen, die Erwartungshaltungen von jemandem, der ganz frisch und unter Schock, sage ich mal, hierher gekommen ist, der also wartet eigentlich noch, eventuell wieder zurückgehen zu können, hat eine ganz andere Intention zu sagen, ich möchte mich integrieren oder ich möchte hier was aufbauen, ich möchte die Sprache lernen, ich möchte einen Job,
als jemand, der sagt, ich bin schon lange gereist und das ist eigentlich mein Ziel und ich möchte hier bleiben. Und was passiert ist, ist oft bei Unternehmen oder auch bei den Asylverfahren, es wurde ihnen ja sofort die Möglichkeit gegeben, eigentlich komplett hier zu bleiben. Und gar nicht der Raum gegeben, zu sagen, kommt erst mal an und wir geben ihnen mal Zeit zu schauen, in welche Richtung geht's denn gerade für jeden individuell. Wir haben immer noch Leute von 2014, 15, 16, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Wir haben in ganz Berlin aktuell 150 Plätze, freie Einzelplätze in den Gemeinschaftsunterkünften. Es passieren Übergriffe auch teilweise, wo Menschen in den Unterkünften verbleiben müssen, weil sie gar nicht umziehen können. Familien, die umziehen, die einen Familiennachzug haben, was ja jetzt passiert ist von den Syrern, von den Eritreern, kommen die Familien nach. Wohin? In welche Unterkunft? Man kann sie auch gar nicht zusammenführen, weil es gibt de facto diese Plätze nicht mehr. Und die Hilfsangebote sind oft, aufgrund der Ukraine-Krise gab es eine riesen Spendenwelle. Diese Spenden sind zweckgebunden. Das bedeutet, man darf sie nicht für etwas anderes nutzen. Auch Förderprojekte sind aufgezogen worden, die also zwecksgebunden sind. Das bedeutet, die sind dann nur für die Ukrainer. In Unterkünften, die zum Beispiel Partner haben, die dort arbeiten und die gesagt haben, wir leisten ein Projekt, ein Angebot für die ukrainische Bevölkerung. Die ziehen ab, weil sie sagen, ich darf das nicht. Wenn da ein Eritreer sitzt oder ein Syrer oder ein Moldawier, ich darf dieses Projekt nicht umsetzen. Und da ist auch etwas passiert, wo einfach von politischer Ebene, ja, wenn man das so sagen will, oder verwaltungstechnischer Ebene etwas passiert ist, was ein Ungleichgewicht schafft und was niederschwellig, wir sind auch Anlaufstelle für extrem rechte Vorfälle hier in Spandau, wir vermerken, dass es unter den Menschen mit Migrationshintergrund oder Zufluchtsgeschichte natürlich Rassismus aufkommt. Ne? Wenn man seit 2014 in einer Unterkunft sitzt, vielleicht das zweite Kind geboren hat und man sieht, ein Ukrainer kommt in eine Unterkunft, die ein abschließbares Zimmer hat und ich hocke immer noch mit meinen Kindern mit anderen zusammen, dann entwickelt sich was. Und auch diese Kommunikationsschwäche ist etwas, was wir sehr schwierig sehen und was sich jetzt auch zuspitzen wird, weil wir ja alle wissen, im Zuge der Energiekrise Duschzeiten eingerichtet werden sollen. Es wird geheizt, ne, auf den Fluren darf nur noch auf 16 Grad geheizt werden. Das sind ja alles Bedingungen, die ein massiver Eingriff in die Privatsphäre sind. Und wenn man dann eine nach außen hin wirkende, bevorzugte Nationalität hat und die anderen, dann kann es nur eskalieren. Und das ist etwas, wo man nachvollziehen kann vielleicht, warum sowas passiert. Aber es eigentlich wünschenswert wäre zu sagen, wir heben das auf eine Stufe. Und es gibt mehr, weniger Angebote vielleicht, Hilfsangebote, aber dafür für alle gleichberechtigt. Genau, das ist der erste Abriss, den wir so geben können, wir gesammelt und Erfahrung. Und jetzt würde ich einfach sagen, Bühne frei und alle können fragen und diskutieren. Wir sind da. Vielen Dank für diesen ausführlichen Beitrag, liebe Nina und Julie. Also das hat nochmals deutlich schon gemacht, mit welchen unterschiedlichen Hilfeprojekten die Stadtmission Berlin engagiert war und mit welchen Herausforderungen ihr euch auseinandergesetzt und immer noch damit auseinandersetzt und wie eigentlich noch, welche Perspektiven noch bestehen, um zur Verbesserung der aktuellen Situation in diesem Bereich einen Beitrag zu leisten. Dann vielleicht in diese Richtung wäre erstmal meine Frage, dann vielleicht in dieser Zeit überlegen auch unsere liebe Gäste und Teilnehmerinnen, welche noch Fragen bei Ihnen entstehen und nämlich im Zuge aller dieser genannten Hürden. Was wäre aus eurer Sicht notwendig, um die Wertegemeinschaften zu schaffen, zu stärken? Was wäre aus eurer Sicht notwendig, damit wir uns wirklich gemeinsam durch die konkreten gemeinsamen Schritte schon in diesem Bereich die Verbesserungen erzielen können? Genau, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir einfach eine ehrliche Kommunikation schaffen. Das heißt auch wirklich Probleme ansprechen und Schieflagen, die es jetzt nun mal aus unserer Sicht gibt, offen zu kommunizieren und das auch zu besprechen. Weil was ja oft passiert ist, dass man dann das schön redet oder sagt so, nein, also es sind ja trotzdem gute Angebote, aber da trotzdem sagt, okay, aber hier gibt es eine Schieflage und
ins Gespräch geht, wie können wir das ändern? Ich glaube, das ist der erste Schritt und da müssen wir hinkommen, um da generell wieder eine gute Wertegemeinschaft zu schaffen. Also ist absolut notwendig und vielleicht also auf diese mehrere Ebene, Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik, dass man sich wirklich also in dem Sinne schon zusammenhandelt, durch die ehrliche Kommunikation schon auf jeden Fall gemeinsame Schritte überlegt. Danke. Gibt es aus der Runde Fragen, Kommentare, die ihr gerne auch mit uns teilen wollt? Also ich habe keine neuen Informationen. Ich wollte nur einfach nochmal wiedergeben, wie platt mich das macht. Und wie hilflos auch, weil bei uns ist schon öfter in der Diskussion so der Begriff aufgetaucht, Zweiklassenflüchtlinge. Und ich denke auch, da muss man unbedingt irgendwie aktiv werden. Und ich schließe mich da eurem Vorschlag absolut an, dass im Grunde genommen das angeglichen werden muss, unbedingt. Also das ist so eigentlich nicht erträglich. Danke. Ich wollte auch noch mal dazu sagen, wir haben uns jetzt nicht alle direkt nochmal kennenlernen können, würde ich mich aber freuen im Nachgang natürlich, dass wir irgendwie vernetzt bleiben. Was wir gemacht haben als kleinen Schritt, ne, weil man sich ja immer überlegt, was kann man noch tun, war wirklich bei jedem, der uns Angebote geschickt hat, von Institutionen, Firmen, Veranstaltern, die gesagt haben, für ukrainische Flüchtlinge ist das, haben wir immer zurückgeschrieben oder angerufen und gesagt, gibt es eine Möglichkeit, dass wir das für alle öffnen können? Und das ging bei manchen und bei manchen haben wir dann ganz strikt uns dann von der Kooperation gelöst, wenn das nicht möglich war, weil wir gesagt haben, wir gehen auf den Zug, springen wir nicht auf. Und die zweite Sache, die wir auch gemacht haben, ist, dass wir uns abgewöhnt haben zu sagen, für die Ukrainer, gerade im Bereich der Arbeitsmarktintegration, die wir machen, haben wir uns angewöhnt, von Menschen zu sprechen, die mit kaum einem deutschen Sprachniveau ankommen. Das bedeutet, dann sind alle fein, alle drunter und man spricht nicht nur über die Ukrainer, sondern man spricht über alle Menschen. Und das war möglich bei gerade bei der Vermittlung von Arbeit, Ausbildung und Praktika, dass man insgesamt angefragt hat bei Firmen, ich habe hier jemanden, dessen Sprachniveau noch nicht vorhanden ist oder kaum vorhanden ist. Und dann konnte man das da auch teils öffnen. Also das sind so zwei Sachen, die wir gemacht haben. Da kann ich nochmal anfügen, dass es eine ähnliche Bewegung hier in Weißensee gab. Also wir sind ja zuständig für Gesamt Pankow, aber es gab eine Initiative initiiert von Ben Weißensee. Also Ben kennt ja alle, oder? Die da hieß Weißensee vernetzt sich und das war anfänglich eine Plattform nur für die Ukraine-Hilfe und das hat sich inzwischen geöffnet. Es ist nicht mehr speziell Ukraine-Hilfe, sondern Migranten, Flüchtlinge und so weiter. Super guter Hinweis, Frau Graf. Also mit Ben natürlich wird gemeint, Berlin entwickelt neue Nachbarschaften. Und da haben in diesem Sinne ist total erfreulich zu wissen, sowohl jetzt Begleitprogramm Learning by Doing von der Stadtmission und Sie mit Ihrem Engagement sich dafür einsetzen, dass in diesem Bereich Gerechtigkeit geschaffen wird. Weil genau, wenn wir von der Wertegemeinschaften sprechen, dann ist Gerechtigkeit steht auf jeden Fall unbedingt im Mittelpunkt. Ja, zunächst einmal ganz großen Respekt dafür, dass ihr diesen Schritt gegangen seid, euch bei diesen privaten Kooperationen sozusagen dann, die nur an die Ukraine-Hilfe geknüpft waren, dann so ein klares Zeichen zu setzen. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, bei den staatlichen Förderprogrammen, die halt diese Ausrichtung haben. Ne? Das ist, glaube ich, ganz klar, das liegt ja auch ein bisschen an dieser medialen Aufmerksamkeit. Ne? Der Ukraine-Krieg war Wochen, Monate lang das Nummer-1-Thema in den Medien und dann wollen Politikerinnen und Politiker natürlich dann immer so ein Zeichen setzen, ganz demonstrativ und sagen, wir machen jetzt was und wir helfen jetzt und so weiter. Aber dass das eben auch zurückgespielt wird und gesagt wird, nein, es gibt ja auch Geflüchtete, die schon seit 2015 oder länger in Deutschland sind und die auch noch genauso Unterstützung wollen und verdient haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das habe ich auch in meiner Arbeit leider erleben müssen, dass es jetzt in diesem Jahr sehr viele neue Projekte gab, die nur eben diese Ausrichtung hatten und nur für Ukrainerinnen und Ukrainer waren und die anderen Menschen dann eben ausgeschlossen waren, was eigentlich keinen Sinn ergibt. An dieser Stelle sind wir
jetzt am Ende unserer Runde gekommen. Vielen ganz herzlichen Dank an eure rege Beteiligung, an die unsere Gastreferentinnen, die uns wirklich einen ausführlichen Input gegeben haben und also schon eine sehr gute Schilderung gemacht haben, in welchen Bereichen konkret mit ihren Hilfsprojekten die Stadtmission Berlin aktiv war bei der Ukraine-Hilfe. Da vielleicht ganz letztes Wort, liebe Nina und Julie, für Sie, dann an dieser Stelle schließe ich dann die Runde. Vielen Dank auf jeden Fall, dass wir hier sprechen durften, unsere Erfahrungen teilen konnten und ja, wie ich es gerade gesagt habe, eben unseren ehrlichen Erfahrungen und Meinungen hier sagen durften. Von daher vielen Dank und ja, ich hoffe, dass wir zusammen da einen guten Weg eingehen. Super. Ja, mir auch. Herzlichen Dank. Ich freue mich ganz doll, dass wir hier sein durften und wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir uns gesehen haben. Wir nehmen immer fleißig teil, auch an den Runden. Und ja, ich würde mich sehr, sehr gerne sehr darüber freuen, wenn wir uns auch so ein bisschen vernetzen können im Nachgang. Die Daten wird die Leila, denke ich, nochmal rumschicken von uns. Wir kommen auch immer gerne vorbei und sind berlinweit tätig, also von daher mit jedem sehr, sehr gerne. Und was ich so mitgeben kann oder möchte nochmal am Schluss, ist wirklich, dass wir dazu beitragen sollten, dass es nicht eine Hilfestellung gekoppelt an eine Nationalität geben sollte, sondern einfach eine Hilfestellung, weil man diese Hilfestellung leisten möchte, weil wir Mensch sind und mehr nicht.